21 Minuten. Erstmal auf Rennchen, die nicht direkt drücken, also sonst geht's Rennen direkt los. So, Boxenstopps, mal mache ich zwei. Erst auf gelben Reifen, dann auf roten und dann wieder auf gelben. Rennstrategie ist X, okay. Hast du was verändert? Ja, ne? Strategie bearbeiten. Oh, man kann sogar einstellen. Ja, wo kann man das bearbeiten? Ach, da, X. Nein, nix 4 Stops, Alter. Oh, Alter, Gott sei Dank. Nee, ich nehme das obere, da habe ich. Aber 2 Stops ist ein bisschen hart wenig, oder? Du, dann musst du mit dem Reifen aufpassen. Du kannst ja dann trotzdem nochmal in die Box fahren. Habe ich weiche Reifen und Mediums. Okay. Super weiche Reifen sind besser für Dings oder was für. Ich fahr erst gelb, soft, dann super soft und dann wieder soft. Das ist meine Strategie. Ach, du hast das unbearbeitet oder was das untere? Nö, das war. Das obere ist. Das untere ist ja bei 3 Stopps. Bei mir zeigt er beim oberen 2 Stopps und beim unteren 3. Oben ist hohes Reifenmanagement, sind 2 Boxenstopps. Unten ist niedriges Reifenmanagement, das sind 3 Stopps. Aber 3 Stopps sind, finde ich gefährlicher. Also du hast auch nur, du hast 2 Stopps oder was? Ja. Und du startest mit gelben und hast danach weiß oder was? Ich hab doch gerade gesagt, ich hab gelb, rot, gelb. Ach, du hast aber trotzdem 3 Stopps reingemacht. Du hast noch einen Stopp zusätzlich reingemacht, Alex, oder was? Nein, Alex, ich hab am Anfang gelb aufgezogen. Ach so. Und dann im ersten Stopp kriege ich dann rot und im zweiten Stopp kriege ich dann gelb. Okay. Aber ich kann das gar nicht mehr ändern. What the fuck? Ich kann den Reifenart gar nicht ändern. Du kannst den Benzinlast erhöhen. Unten? Nice. Wusste ich gar nicht. Ich kann nur ein mögliches drittes kann ich noch reinnehmen halt. Jetzt ich mach 1 Kilo mehr Benzin. Alex, das mach doch einfach jetzt. Nimm doch einfach eine Beinstrategie und fertig. Wie kann man das jetzt wegmachen wieder? Wieder mit X rückgängig machen, wenn du drauf gehst wieder auf den. Okay. Lesen wir auch gut. So. Ja, hab ich ihn auch gemacht. Ich kann beim ersten Stopp kann ich nicht auf rote jetzt ändern. Das zeigt dir nicht mehr. Ich auch nicht. Weil du nicht 10. Weil du in den Top 10 bist. Ach so. Da gelten auch die Parkfreiheitsregeln, Alex. Okay. Na gut, ich lasse es einfach so. Und die habe ich angemacht. Ansonsten also auch nur 2 Stops, ich nehme einfach Standard. Ich lasse es so, wie es ist, fertig. Ja, was muss ich jetzt machen? Ne? Ja. Wenn ich starten wollte. In 5-4 Sekunden startet sowieso. Ja, okay. Und nicht dran denken, Einführungsrunde. Ja, das heißt, man muss seine Position halten, oder was? Ja. Hä? Warum fahr ich nicht los? Man darf keinen überholen, oder was? So, nutzen wir diese Runde. Nigga. Hä? Man darf keinen überholen in der Einführungsrunde, oder was? Nein. Okay. Alles andere ist ganz normal, oder was? Ja. Okay. Oh. Wenn du jemanden rammst, wird er und du... Ich hab gerade gedacht, wir haben Rammen aus. Das geht ja gar nicht. Also wenn es im Rahmen wäre, dann würdest du disqualifiziert. Und der dann direkt zum Start teleportiert. Ach so. Also wieso bremst er bei mir so hart automatisch in den Kurven? Du hast doch das hochgestellt. Also ja, aber hier. Das war im Qualifying eben nicht. Nicht so hart? Ja, jetzt. Ich kann einfach nicht mal richtig aufs Gas gehen. Ich drücke dann auf Gas und der ist trotzdem voll langsam. Ja, was stimmt. Der bremst mir bei mir jetzt schon ab. Ja. Kann auch sein, dass das an der Einführungsrunde liegt. Bei mir bremst er auch ab. Automatisch. Das liegt aber an dem Typ, der vor dir ist. Komm, das mach ich auf Mittel. Kann auch einfach hab's das gerade nochmal eingestellt. Was denn? Das ist Verschwendung von Benzin. Fahrhilfen. So. Wenn das du auf Start drückst, fährt der CPU für dich weiter, gell? Ja, das kann aber auch Dings sein. Das kann aber auch, könnte jetzt auch, was du gerade meinst, dass du so lahmarschig wirst, kann ja auch nur an links liegen, kann ja auch nur am... Hat Beatsmith aber nicht gehabt. An der Einführungsrunde. Aber wahrscheinlich, weil die manuell haben, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich lasse es erstmal so. Jetzt übernimmt schon der Computer, Alter, krass. Was? Weil du im Start warst, oder was? Schon vor in der Kurve übernimmt der CPU. Ja, jetzt wird's das mal Dings. Ja, stimmt, ich hab's gerade auch gemerkt, ja. Geil, oh, aber ich krieg einen guten Start und komm direkt gut weg, ey. Leck mir am Arsch. Ja, gerammt werden kannst du ja nicht. Hä? Gerammt werden kannst du ja nicht. Ja, aber trotzdem.
Komm, Alex, du kommst Zweiter, okay, wie immer. Hm. Aber Fahrer sind nur auf Mittel. Ja. Ich bin aber auch scheiße. Fahrer sind nur auf Mittel. Ich habe auch nur auf ich hab's auch nur auf 6 geschafft. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Ja, stehen jetzt langsam alle Vollidioten. Ja. Na, jetzt müssen sie alle stehen. Dit. Oh, jetzt geht los. Jetzt kommt jetzt nochmal. Boah, ich hatte einen guten Start. Ich habe auch Gas gegeben. Also ich kann durch die Leute durchgehen, ne? Ja, okay, ich bin. Oh, jetzt ist es weg mit dem automatisch Bremsen. Nice. Das war wahrscheinlich, das war, kann aber auch sein, dass einfach nur ein Dings lag an der Einführungsrunde. Ja, glaube ich auch. Hui. Oh, Mama! Nice, Alex! Oh, fuck! Oh, fuck! Alle gelben Reifen sind schon bei mir abgefahren ein bisschen, das ist mega ätzend. Ah, ich weiß gar nicht, wie kommt man her. Gerade habe ich kurz ein bisschen angefangen zu schrauben. Das ist nicht gut. Oh, zu viel. Oh shit, das war viel zu spät. Alex, du hältst die alle auf. Ja, weil die alle denken, sie dürfen nicht auf mich drauf fahren, ne? Ja. Gibt es hier eigentlich eine Abkürzung? Ne, gibt es nicht. Okay. Geilomatico. Keine Abkürzung? Geil, schon wieder am Ausreizen hier, ey. Mir macht wieder Spaß, vorne einzuspielen. Jo. So, erstmal gucken. War damals eine geile Serie. Komm und die Kurve, Ticker. Passt. Ich hasse diese letzte Kurve, hasse ich wie die Pest, Mann. Da wirst du so langsam. Ja. Ich weiß. Jetzt muss ich gut rauskommen aus der Kurve. Oh, Band! Ja, geringfügige Geschäden am linken Flügel. Oh, bremsen! Oh, Mama. Ja, perfekt. Jo, Alter, wie Pierre einfach schon wieder weggedüst, Alter. Ja, komm. Aber hinter mir ist auch. Kann, na, doch einer ist hinter mir. Boah, Gott, ich bin gerade so schlecht. Alter Wiese, guten Tag. Fahrer hinter mir. Läuft bei dir, Alter. Gibt direkt seine Ansagen für die. 2,1 Sekunden. Ja, weit genug. Alter, jetzt fahr ich gar nicht nur noch Scheiße. Haupt ein Wunder, dass ich noch Zweiter bin, Alter. Wetterbericht. Ah, Pia gibt richtig die Calls durch, Alter. Das Wetter soll trocken bleiben, ist easy. Ist auch, ist, Alter, boah, Wand geknutscht. Ja, ich auch. Oh, ich kann auch abkürzen. Oh, nice. Ah, kannst du auch hier. Meine Hand juckt. Ja. Kratzen. Ah, doch, er bremst bei mir auch ziemlich stark automatisch. Ich werde das deswegen habe ich auch wieder auf Dings gestellt. Ja. Auf Mittel hast du gestellt, ne? Ja. Wenn du auf Start drückst, fährt die CPU für dich. Okay, also auch im Rennen. Ja. Und die Frage ist halt, wie gut. Ganz normal halt. Okay. Dann. Wo ist das? Fahrhilfe, naja. Ja. Hoch mit Bremsassistent. Aber Pitspeed hatte da manchmal das Problem, dass sie dann teleportiert wurden, ja. Was teleportiert? Aber, ja, dass sie dann irgendwo hin teleportiert werden, wieder zurück oder so. Ach so. Ja, ist bei mir. Aber das hatte ich. Das hatte ja genau, das ist easy. Alter. Bremsen! Okay, jetzt ist schon ziemlich hart. Jetzt muss ich schon erstmal wieder umgewöhnen jetzt. Jetzt richtig hart drücken muss. Nein! Wand! Alter, das ist gerade so lustig. Weil ich so scheiße bin, immer noch Zweiter. Das ist eigentlich eine Schande schon wieder. Ja, du bist schon wieder fast im Ziel, Alter. Hätte ich es noch. Ist einer die ganze Zeit in mir oder sind die, ist der wirklich mit dem Abstand? Ah ja, okay, der ist in mir, der rein können. Ja, okay, das kam mir vorbei. Wichser. Und jetzt bin ich wieder an ihm vorbei. Hi. Verwarnung, Kurve abgekürzt, juckt mich nicht. So. Oh, die war geil. Oh.
Und noch mehr. Komm, ich hau ab vor dem. Ja. Ich will mal sehen, wie Peter das gemacht hat mit dem Wireless-Controller. Wie der das gemacht hat mit dem Controller. Hey, der hat aber auch einen den Elite-Controller von Xbox. Ich glaube, da gibt's auch einfach einen scheiß Adapter für. Muss da nochmal bezahlen, glaube ich. Gut, aber mein Xbox-Controller sind auch Wireless. Man will es ja auch gehen mit denen. Ja, dann musst du wahrscheinlich aber noch so ein. Du brauchst dann wahrscheinlich noch so ein Ding, so ein. Kann ja sein, dass du noch irgendeinen Adapter brauchst, den du in den PC steckst, weißt du? Digga? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Wäre dann irgendwie auch 10 Euro oder so. Hörst du mich eigentlich gut? Ja. Okay. Hab ja auch vorher geguckt, dass das passt von der Abmischung her ungefähr. Ich glaube nur am Anfang warst du ein bisschen hart laut dann, weil du dann, hallo, wie immer wieder geschrien hast, ist aber ja auch egal. Ich hab nur hallo gesagt und nicht hallo. Ja, wir wissen genau. Ich hab dir schon mal dein Beweisbild geschickt gehabt. Als du auch gemeint hattest, du hast komplett normal gesprochen, da war ein fetter Aufschlag. Aber ist ja auch egal, Nigga. Hallo gesagt, als du Armbart gemacht hast. Ich glaube nicht mehr hallo, ich glaube irgendwann später war es egal. Ist ja auch wurscht, aber normalerweise, wenn wir reden, ja, beim Dings, alles. Als ich über Bettdecke gefahren bin, habe ich ja kurz, BÄM! Alter, oh, ich bin hier ganz schön am Struggeln wieder. Geil, oh. Mama. Aber weißt du noch früher, wie die uns immer gefickt oder immer genervt haben, die CPU, weil die irgendwelche behinderten Reifentaktiken hatten? Aber ja. Ich glaube, jetzt passt es hoffentlich. Weil die dürften ja auch nicht. Die müssten auch 2 Stops haben. Weniger als 2 Stops geht nicht. Die haben auch die roten Reifen. Mit denen müssen die sogar noch früher als wir. Weil Supersoft. Ach, die haben dieses Rot-Rot-Gelb, ne? Wahrscheinlich. Kann sein, ja. Was die zweite Alternative war. Alter, ich bin schon wieder so oft auf der Wiese, Alter! Erstmal kurz in der langen Gerade die Eier kratzen. Läuft bei dir, Aber ohne Scheiß, der gibt gar nicht mehr ungefragt seine Kommentare, wie beim letzten Formel 1, wo wir uns immer drüber lustig gemacht haben. Aber er ist trotzdem Jeff. Sein Name ist Jeff. Mann, ey, aber das war so lustig, wie ich den gedisst habe, weil jetzt sagt er einfach nichts mehr, der Wichser. Also, ja. Jeff, halt's Maul! Was? Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Alles klar. Gut, dass es nicht verstanden hat. Deine Mutter, Alter. Ich kann mir die Nippel schneiden. Alter, wie alle hinter mir sind, ne? Das ist so krass, weil ich einfach so schlecht bin. Du bist schon wieder 3 Kilometer vorne ran. Fahrer hinter mir! 2 Minuten. 16,5 Sekunden, nice. Läuft bei dir, Alter. Alter, der Funk rauscht bei mir, Alter. Oh. Fahrer. Oh. Wie geht es überhaupt mit dem Fest an? LB und dann Fahrer hinter mir. LB. Ja. Oh. Dann wird diese Anzeige da rechts geöffnet. Die haben mich gerade alle überholt, alles klar. Jetzt weiß ich, wo die sind. Da brauche ich auch keine Ansage mehr. Ich fick euch. Statusreport. Wieder zweiter, ja. Fahrer hinter mir. Hä? Ich sag Fahrer hinter mir, er kennt das auch als Fahrer hinter mir und fängt an von meinem Reifenzustand zu reden, Alter. Änderung bestätigt. Was hast du denn jetzt bestätigt? Andere Reifen? Ja, ich hab grad Scheiße gebaut. Übrigens bin ich nur auf 4, weil mich wieder welche überholt haben. Geil. Ich kämpfe jetzt so. Ich hoffe, mit der Sprachsteuerung rumzuspielen. Fahrer hinter mir? 22,5 Sekunden, trotz ich einen Fehler gemacht habe. Ja, und ich habe aber auch wieder. Ab jetzt vorne links nämlich 48%. Alter, diese Wichser kommt. Aber benutze ich doch, ich brauche doch irgendwie, die sind mega hilfreich. Ich muss einfach nur LB drücken und einfach direkt was sagen. Ja, das ist keinerlei Ablenkung. Außer eben bei mir, weil ich gucken wollte, wo die wegen Strategie ändern, was ich da drücken muss. Und deswegen war ich kurz abgelenkt. Alter, was er. Wie der redet, Alter. Der rauscht voll. Der Funk ist mega schwul. Okay. Da kommen diese Runde rein. Warum fahren die jetzt so weit vor mir weg, Mann? Komm diese nicht Runde hinterher. Rein. Nur die kommen diese Runde rein, Alter. Ich komm nicht diese Runde rein.
Eine Runde geht noch. Warum? Alter, die sind alle jetzt, die sind jetzt schon wieder 3 Kilometer von mir weg. Was soll das? Oh, so. Nein, bremsen. Ja, genau. Ja, der nächste überholt mich geil. Was soll ich denn machen, Alter? Ja, geil. Teamkollege? Ah, geht nicht, schade. Das gibt's nicht. Ja, wunderbar. Wo bist du denn? Der fährt schon Dings, ne? Der eine, deswegen bin ich jetzt wieder Vierter, ey. Geile Matik. Trotzdem haben die 3 Kilometer Abstand. Die fährt nicht, genau. Was? Möchtest du die Strategie ändern? Nö, möchte ich nicht. Was denn? Du musst dann LB drücken und dann entweder Änderung beibehalten, ja, oder Änderung bestätigen. Oder ich sag gar nichts. Hä? Wenn er dir eine alternative Strategie anbietet. Ja, was hat er jetzt gemacht? Ich hab gar nichts gedrückt. Also das legt mich alles so ab, ey. Nö, sollte man eigentlich gar nicht. Eigentlich voll easy. Ja, weil ich dann oft nach rechts gucken muss und so. Du musst einfach, wenn er dir... deswegen habe ich auch den scheiß Untertitel angemacht, dass ich sowas sehe. Und nicht nur höre. Ja, habe ich eben nicht, aber trotzdem. Ich weiß jetzt gar nicht, was er gemacht hat, ist mir auch egal. Der hat gar nicht, Alex, der hat nichts gemacht. Wenn er irgendwas labert mit alternativer Strategie, musst du LB drücken. Und dann, ich habe auch LB gedrückt, aber ich habe nichts gesagt. Ja, dann sollst du es mal machen. Ganz in die Box. Ich soll auch diese Runde. Ja, ich bin gleich wieder draußen. Ich kann nicht reinfahren. Ja, ich will aber nicht rein. Hä? Ich will aber noch nicht. Du hast meine Rundenzahl. Nee, komm mal hin! Noch einmal stoppen, wenn das jetzt passiert, muss ich noch einmal stoppen. Und hinter ihm ist gerade Vettel. Verpiss dich, ich komm die Runde nicht in die Box. Nächste. Mein Reifen ist zwar schon ein bisschen angelutscht, aber ich nicht. Oh, knappe Sache. Ich fick euch alle, Alter. Egal, vielleicht kommt das Gefühl mit dem auch Sprachsteuerung. Alter! Hat Papier wieder am Anfang auch Probleme gehabt, Alex. Das legt sich nach der Zeit. Ich kann damit umgehen, weil ich halt weiß, was ich reden muss, weil Pizza mit dir, ja, ich jede Folge Formel 1 gucke von denen. Von daher kenne ich mich mit der Sprachstörung aus. Das ist der Vorteil. Fahrer hinter mir. Fahrer vor mir. Wie sieht's bei dir aus? 5,3 auf den vorderen. Aber ich muss jetzt unbedingt in die Box. Reifenabnutzung links vorne 52%, deswegen. Da hat er noch irgendeinen anderen Scheiß gelabert, ist mir aber egal. Teamkollege in der Boxengasse. Ja. Komm schon, beeilt euch, Digga. Statusbericht. 16. Jetzt macht hin, ihr Hurensöhne. Alter. Statusbericht. 17. Alter. Alles klar. Aber gehen die alle gar nicht in die Box oder was? Statusreport. Ja. 23,8 Sekunden. Schon mal wieder ein Boxenstopp. Ah, ich habe jetzt die schnellen, die roten. Roten sind doch die SS-Dinger, oder? Ja. Es gibt aber noch US, Ultrasoft. Ah. Aber die können wir hier nicht nutzen. Ah, okay. Die konnten wir hier nicht nutzen. Ja, brauchen wir nicht. Man muss ja auch an die Strategie. Warum bin ich jetzt auf die vorgeben, Alter? Ich versteh's nicht. Unerlaubtes Überholmanöver.
Lass mich wieder zurückfallen. Mit 20? Ich muss mich zurückfallen lassen, weil ich ihn über die Kurve hinweg überholt habe. Geil. Lass mich wieder auf 21. Welcher Platz bist du denn? 21. Ah, oh, du warst halt in der Box. Das halt... Läuft bei dir. Ich fick euch, Ericsson. Alter, ich nehme die Kurven viel zu hart, ey. Schon 17% auf den Links. Und die Reifen sind, ich fack immer da zwei Runden die Reifen, ey. Also jetzt dritte Runde. Ich muss geschmeidiger die Kurven fahren, ey. Was für 3 Sekunden Zeitstrafe, verfick dich! Verfick dich! Mann, ey, nur weil ich ein bisschen da mitgenommen hab, das ging doch sonst auch immer klar. Könnt ihr mir euch einigen, was zu viel ist mit Abkürzen, was nicht? Nein! Dann haben wir ein geringes Regenrisiko. Ja, komm, Regen, Alter. Und dann müssen sie auf jeden Fall immer alle in die Box. Müssen wir, aber bitte dann, wenn ich in die Box muss. Was ist überall blauer Himmel, Mann. Aber das ist noch Regen, geht nicht wieder, Alter. Ja, gering also, heißt ja nicht, dass es zwangsläufig auch kommt. Wie viele Runden sind wir eigentlich? Ja. 10 von 20, 29, okay. Ja. Oh, Digga, da habe ich wohl ein bisschen zu viel Gas gegeben. Alter, gehen die denn alle gar nicht in die Box, oder was? Wenn die neue Reifen haben, weil ich hatte ja schon ältere Reifen, dann ja, vielleicht jetzt oder so. Die machen die Einstopp-Strategie oder was? Geht nicht. Das geht nicht. Dann müssen die weiße Reifen. Wieder eine Verwarnung wegen Kurve abgekürzt. Oh, ich werde schon wieder in Zeit. Ich merke das schon wieder. Das wird schon wieder bei mir im Zeitstrafenregen enden heute. Und wieder mal ein bisschen die Wand mitgenommen. Alter. Fahrer vor mir. Runde 16 bis 17. Muss ich wieder in die Box. 4,8 Sekunden. Alles klar. Man reißt halt nie so lange. Statusbericht. Ach, fuck, das weiß ich gar nicht wissen. Ich soll eigentlich Statusreport. Wechseln Sie mal. Statusreport. Sekunden. Oha, Junge. Ich mache so hart viele Fehler und trotzdem bin ich über 3 Sekunden vorne. Mit meinem Arsch, ey. Same procedure as last year, Alter. Ich kack voll ab und Pierre ist 1 mit weitem Abstand. Ich fahre nur auf Mittel, also war aller Liebe, ja. Ja, trotzdem kack ich ab. Nach ein paar Rennen werde ich auch auf Hochschalten, weil sonst ist es langweilig. Weil Mittel. Obwohl, es kommt ja auch auf die Strecken an. Das haben wir auch bei Pizza gesehen. Auf manchen Strecken sind die CPU richtig stark. Und was spielen die? Ich glaube auf hoch. Haben die hoch gespielt? Die haben auch auf Mittel gespielt. Und haben dann aber, glaube ich, nach den ersten Rennen direkt auf hoch geschaltet. Vergleichen, weil die eh noch einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad mit dabei haben durch das manuelle Steuerung mit ihrem Scheiß und so weiter. Aber mittlerweile haben sie sich ja auch dran gewöhnt. Ja, klar, aber trotzdem ist es halt anstrengend. Das hat auch. Das funktioniert halt auch nur bei denen so, weil jeder mit bei denen so damit fährt, ne? Ja. Ansonsten würde es nämlich gar keinen Sinn mehr machen einfach. Also das hat man ja. Die Voraussetzung war ja, dass jeder von denen Lenkrad mit Lenkrad spielt. Achso, ja. Ja gut, das juckt die auch nicht, ob die da mal 300 Euro für ein scheiß Lenkrad bezahlen. So. Ja, schön, ich hätte aber gerne das vor mir. Ich bin immer noch nur 16. Nico Rosberg ist so der deutsche Weltmeister, gell? Von diesem Jahr, der hat aufgehört, oder? Weiß ich, Alter. Kann das sein? Keine Ahnung. An dieser Stelle kommt Kommentar von Sepp in den Kommentaren.
Ich hab schon 39% von auf ohne links, Alter. Wie einfach meine Ansage. Ist halt im Endeffekt so. So. Hast du gerade nicht gehört, was ich gesagt habe? An dieser Stelle, wo du es gesagt hast, kommt dann ein Kommentar von Sepp in den Kommentaren. Wenn er sich's angucken wollte. Ja, mal schauen. Wenn er uns noch verfolgt. Ja, kriegt er dann mit, dass wir es wieder hochladen. Kriegt er dann, denke ich mal, schon mal mit, dass wir es wieder hochladen. Wir können noch einfach schreiben. Mach ich sowieso später. Mach ich sowieso später. Alter, wegen, Mami! Wegen F1 oder was? Ja. Ich schreib durch die Nigger. Also ich schreib dann was. Aber was. Aber generell auf Twitter halt. Aber das sieht er ja auch. Also, wenn ich ihn darauf markiere, was ich tun werde. So. Och man, Alter, ich bin schon wieder bei 33% beim linken vorderen Reifen. Geil, so. Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,9 Sekunden. Kommt gerade noch einer aus der Box wieder? Button kam gerade aus der Box. Ich vermute, den allein vor mich hin. Fahrer hinter mir. 10 Minuten. Tschüss, Junge. Läuft bei mir, ey. Ja, deswegen ist es auch besser, wenn ich aufnehme, weil dir ist ja gar keine Action. 37,9 Sekunden, ja. Du hast eh bald schon wieder den ersten, den du da überrunden kannst. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung.